Nach der Seance ist Sina völlig durcheinander. Dass Carsten so viel über ihre Kindheit weiß, ist ihr unheimlich. Auch Helga Nachtigall gibt das Rätsel auf. Nachdem Carsten gegangen ist, fragen die beiden Frauen sich, woher er solche intimen Details wissen kann. Denn sie glauben ihm nicht. Jetzt verstehe ich trotzdem noch nicht, wie der an die ganzen Informationen gekommen ist. Und bestimmt hat meine Mutter diese Wahrsagerin engagiert. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, also da kann ich dich beruhigen. Deine Mutter ist da völlig unschuldig dran, weil die Wahrsagerin, die habe ich in der Zeitung gefunden und habe sie angerufen. Das habe ich extra gemacht, damit deine Mutter nichts dran drehen kann, ja? Und ich meine, du musst darüber zugeben, das war schon verdammt überraschend, was der Kerl alles wusste, oder? Tja, aber irgendwoher muss er doch die Informationen haben. Also das hier mit dem Karma und Dingsbums, das ist doch Quatsch. Sie sind doch ein rationaler Mensch, das wissen Sie doch auch. Und wir müssen dahinter kommen, woher der das weiß. Na dann viel Glück. Ja. Also ich bin ja mittlerweile zu der Ansicht gekommen, dass Elisa diese Hexenjagd wirklich sehr wehtut. Und du, Sina, du solltest Carsten einfach in Ruhe lassen. Also wenn er mich fragt, das Ganze löst sich irgendwann ganz von alleine. Na, Sie sind ja guter Hoffnung. Das glaube ich ja eher mal nicht. Helga Nachtigall beschließt, Rolf in seiner Druckerei aufzusuchen. Sie will ihn genauer durchleuchten. Denn die Juristin hat den Verdacht, dass Rolf etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Schließlich kann Carsten seine Informationen nur von einem Insider bekommen haben. In der Druckerei entdeckt die Rechtsanwältin überall Pfandsiegel. Hallo? Ach, guten Tag. Ach, die Frau Rechtsanwältin. Tag, Herr Müller. Was machen Sie denn hier? Wie sind Sie denn überhaupt reingekommen? Ja, Entschuldigung, die Tür war offen und ich wollte ganz gerne mal mit Ihnen sprechen. Ich grüße Sie. Ja. Haben Sie irgendwie finanzielle Probleme? Hm? Nee, wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Das ist eine kleine Durststrecke, aber das wird schon wieder. Kleine Durststrecke gehört schon wieder. Ja, ja. Weiß Ihre Lebensgefährtin das? Nein, natürlich nicht. Glauben Sie denn, ich will die in der Situation zusätzlich noch mit solchen Informationen belasten? Außerdem erwarte ich demnächst ein paar größere Aufträge und dann läuft der Laden. Heißt einer der Aufträge vielleicht Elisa Reinhold? Kann das sein? Und Sie stecken mit Carsten Hoff unter einer Decke und wollen Ihre Lebensgefährtin ausnehmen? Könnte das sein? Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt, ja? Aha. Also, ich liebe Elisa. Mhm. Selbst wenn sie bettelarm wäre. Und ich sage Ihnen das eine. Ich lasse mich von Ihnen hier nicht als Krimineller abstempeln. Ja, aber darf ich noch mal laut denken? Ist doch eigentlich eine ganz logische Schlussfolgerung. Also erst sagen Sie oder schalten Sie diese Anzeige bei der Polizei, dass der Carsten Hoff ein Betrüger ist. Am nächsten Tag behaupten Sie das Gegenteil. Ja. Hat der Sie irgendwie in der Hand? Irgendwie haben das, nein, kann, erpresst er Sie mit irgendwas? Nein, natürlich nicht. Auch nicht. Aber ich meine, ich bin dann wirklich mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass Elisa dem Carsten das Geld freiwillig gibt. Und Sie müssen ja nun ehrlich zugeben, dass es verdammt verblüffend war, was dieser Kerl alles wusste, oder? Und das stimmt. Ja, und solange... Rolf, ich bin fertig. Ach nee, Günther, bist du hier? Das ist mein Nebenjob. Aha. Und denn vom Wahrsagen allein kann ich nicht leben. Also Paula, du brauchst dich hier echt nicht zu rechtfertigen. Das ist alles in Ordnung. Paula arbeitet hier als Putzfrau. Aha. Ja, und ich wusste das zufälligerweise, dass sie nebenbei Karten legt und Seancen veranstaltet. Ja, mich wundert nur... Deswegen habe ich sie engagiert. Und wo ist das Problem? Das ist kein Problem. Mich wundert nur, dass Sie gestern erzählt haben, dass Sie sie aus der Zeitung hatten. Und jetzt arbeitet sie aber bei Ihnen. Das ist schon ein bisschen komisch, finden Sie nicht? Nö, finde ich überhaupt nicht. Wissen Sie, das wird mir jetzt alles echt zu blöd hier. Ja. Ich habe außerdem zu tun. Gut, okay. Ich war beschäftigt und ich denke mal, es ist alles geklärt und ich wünsche Ihnen einen schönen Dank, Tag. Herr Müller. Ja, es war sehr aufschlussreich bei Ihnen. Vielen Dank. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Nach ihrem Besuch bei Rolf Müller hat Helga Nachtigall versucht, einen Zusammenhang zwischen ihm und Carsten zu finden. Doch ihre Recherche blieb erfolglos. Die Juristin will an Elisas Vernunft appellieren und ihr von Rolfs Pleite und der Verbindung zu der Wahrsagerin erzählen. Doch Elisa hat längst ganz andere Pläne. Was ist denn los? Frau Reinhold, wir müssen doch mal mit Ihnen reden über Ihren Lebensgefährten, aber offensichtlich... Ja. Also, mit anderen Worten, Sie wollen mir bestimmt sagen, dass Rolfs Firma fast pleite ist? Oder das mit Madame Karma, dass er Sie kennt? Beides. Also, ich muss Sie leider enttäuschen, aber mein Rolf hat mir gestern Abend noch alles gebeichtet. Ja, das habe ich. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist, dass das jetzt endlich geklärt ist. Also, das ist geklärt. Und das findest du nicht beunruhigend? Das findest du normal, oder? Ja, was soll ich denn daran beunruhigend finden? Das ändert nichts an der Tatsache, dass Carsten, Günther Sachen gewusst hat, die ich selbst Rolf nicht erzählt habe. Also. Ah, Frau Nachtigall, welche freudige Überraschung. Hoffe ich. Versuchen Sie mal wieder, meine Frau gegen mich aufzubringen, ja? Ich werde beweisen, dass du meine Mutter nur ausnehmen willst wie eine Weihnachtsgans. Komm her. Sieh nicht in. Nein. Pass mal auf.
Wir zwei müssen mal langsam Frieden schließen und muss akzeptieren, dass die Tanzschule. Wir schließen gar nichts. So, pass mal auf. Mein Anwaltspapier ist schon mal aufgesetzt. Ich habe unterschrieben. Hallo, was sind das für Papiere? Ja, ey, es fehlt nur noch deine nicht Unterschrift. Darf ihre nicht, Tochter auch erfahren, was irgendwas das ist? Angeht. Mich geht das ja wohl was an. Dann halt doch bitte mal die Luft an, sonst kann ich es dir ja nicht erklären. Ich habe einen Vertrag aufsetzen lassen und ich werde jetzt Carsten, ich meine natürlich Günther, die Hälfte der Tanzschule überschreiben, okay? Bist du völlig übergeschnappt oder was? Ihn. Wir haben darüber geredet, dass du einen Vertrag aufsetzt, aber nicht so schrei und nicht an diesen Typen. Du schrei mich bitte nicht an. Natürlich schrei ich dich an. Ich bin doch danach erst überhaupt auf die Idee gekommen. Die andere Hälfte bekommst du dann, wenn ich in Rente bin. Also Elisa, jetzt gehst du aber wirklich zu weit. Das kannst du sie ja nicht antun. Also wenn du diese Papiere unterschreibst, dann kriegen wir beide aber richtig mächtig Ärger miteinander. Das kannst du mir glauben. Wir kriegen Ärger? Ich will dir nur eins sagen. Das ist meine Tanzschule. Wir sind nicht verheiratet und du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen. Und wenn dir das nicht passt, da ist die Tür. Okay? Ja, alles klar? Das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ja, bitteschön, ich will es doch sehr hoffen. Frau Reinhold, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. Sina ist Ihre einzige Tochter und Sie werden ihr jetzt auf diese Art und Weise, Moment mal, ihr Erbe wegnehmen und auf diesen abgezockten Betrüger reinfallen, sich gegen Ihre Familie und gegen Ihre Freunde stellen, das ist nicht Ihr Ernst. Sehr geehrte Frau Anwältin, hören Sie bitte auf mit Ihrem Geschwafel. Ich habe mich selber erkundigt. Es ist mein Eigentum. Ich kann damit machen, was ich möchte. Sinchen, ich will dich nicht verletzen. Du wirst es irgendwann verstehen. Ja, so. Hast du aber schon getan. Die wohlhabende Tanzschulenbesitzerin Elisa glaubt, in Carsten die Wiedergeburt ihres verstorbenen Ehemannes gefunden zu haben. Ihr jetziger Lebenspartner Rolf ist wütend, dass Carsten entgegen ihrer Abmachung immer noch nicht verschwunden ist. Er will dafür sorgen, dass der 22-Jährige seine Freundin endlich in Ruhe lässt. Alter, was willst du denn hier? Ey, du miese Ratte! Was hast denn du vor? Ich hab doch gleich gewusst, dass ich mich auf uns, dieses blöden Spielchen nicht hätte einlassen sollen. Was denn für Spielchen, ha? Ey, wir hatten einen Deal. Und ich fall dir auch noch in den Rücken, ja? Weißt du was? Du wirst sofort die Überschreibung dieser Tanzschule zurücknehmen. Weißt du was? Vergiss es. Elisa hat mir die Tanzschule aus freien Stücken überschrieben. Und aus dem Studio sowieso mir schließlich habe ich es mitgegründet. Ey, was soll der Scheiß? Du kannst vielleicht Elisa mit dieser Nummer beeindrucken, mich aber nicht. Du wirst sofort zu Elisa gehen, dich bei ihr entschuldigen. Und dann wirst du ihr sagen, dass du sie loslässt und dass sie mich heiraten kann. Weißt du was, vergiss es, ganz ehrlich. Ja, ich bin Elisas große Liebe und dagegen hast du absolut gar keine Chance. Das ist jetzt kein Spaß mehr, ja? Ey, wenn du nicht sofort aufhörst mit dieser Show, dann mach ich dich rund. Am Abend hat Sina mitbekommen, dass Rolf von ihrer Mutter rausgeworfen wurde, weil er auf Carsten losgegangen ist. Sofort hat sie ihre Anwältin darüber informiert. Mehr denn je ist Helga Nachtigall klar, dass Rolf mehr weiß, als er zugibt. Mit Sina sucht sie ihn in der Druckerei auf. Herr Müller, Sie stecken doch mit diesem Scheißkerl Hoff unter einer Decke. Ja gut, ich habe mit dem Carsten Deal gemacht, aber das erst nachdem er hier aufgetaucht ist. Ich meine, ich hatte doch Panik, Elisa zu verlieren. Und um was für ein Deal ging's da? Worum ging's da? Das war jetzt irgendwie wirklich, das war keine sehr kluge Idee, aber ich habe dem Carsten versprochen, dass ich für ihn auf der Polizei aussage und dass ich ihn als Günther akzeptiere. Ich meine, nur für den Fall, dass er irgendwie Ärger kriegt wegen dieser Anzeige. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Aus Verzweiflung. Sina, du weißt doch, wie sehr ich deine Mutter liebe. Und die hat jeden meiner Anträge hat sie abgelehnt, ja? Und der Carsten, der hat mir versprochen, als Günther mit deiner Mutter zu sprechen und ihr sozusagen den Segen für unsere Ehe zu erteilen. Das ist nicht Ihr Ernst. Und das hat er aber dann nicht gemacht, nein? Nee, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich meine, ich wollte doch genauso loswerden wie du, Sina. Und ich meine, deswegen habe ich ja diese Geschichte mit der Seance so akzeptiert. Und ich konnte doch nicht an, dass es so in die Hose geht, dass der jede Geschichte wusste. Was, der wusste die Details nicht von Ihnen? Nein, um Gottes Willen. Ich meine, ich wusste doch auch nichts von Sinas Stofftier oder von ihrem Sturz aus dem Wickeltisch oder was das war. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Aber ich habe ihm das nicht erzählt. Und wenn du ihm das nicht erzählt hast, Mama hat ihm das mit Sicherheit auch nicht erzählt. Also solche privaten Sachen über unsere Familie. Was können wir jetzt noch machen? Mama frisst den ja aus der Hand. Ja, das ist das Problem. Also, da wir ja immer noch nicht wissen, woher er diese intimen Details hat, müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ich habe da auch vielleicht schon eine Idee, was wir jetzt tun, um denen einfach das Handwerk zu legen. Ja. Und da würde ich vorschlagen,
Helga Nachtigall entwickelt einen Plan, um Carsten auffliegen zu lassen. Unter dem Vorwand, dass Sina und Rolf sich bei ihm entschuldigen wollen, bitten sie ihn und Elisa am nächsten Tag zu einem Treffen in die Tanzschule. Und, was gibt's? Hm? Ist einem mal nicht gereicht? Willst du mal nachlegen? Nein, du, ich hab mir das wirklich reiflich überlegt und ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, das war überreagiert und ich möchte mich einfach bei dir entschuldigen. Okay. Wirklich? Du, ich möchte mich auch bei dir entschuldigen. Ernsthaft? Ja, ich habe gemerkt, dass ich nicht eifersüchtig sein muss. Ich meine, beschließlich mein Vater und du willst mir nichts Böses. Natürlich will ich das nicht. Ja, und ich weiß ja jetzt auch, dass du Elisa eigentlich nicht ausnutzen willst und dass du nur ihr Bestes möchtest. Und du, Elisa, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und dass ich mir nichts mehr auf der Welt wünsche, als dass wir beide irgendwie zusammen leben können und dass wir endlich heiraten. Ja, Rolfi, ich liebe dich doch auch. Aber Günther... Ja, aber der hat doch bestimmt nichts dagegen, dass wir beide glücklich werden, natürlich oder? Natürlich habe ich das nicht. Ich meine, ich gebe es zu, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr in Lisas Leben eingemischt. Ja, aber ich weiß, dass sie dich liebt und ich werde mich nicht weiter bei euch beiden einmischen. Okay? Was sagst du dazu? Verzeihst du mir? Ich freue mich so für euch. Ich habe noch eine super Überraschung für euch. Hört ihr das? Das ist euer Lied, bei dem ihr die Goldmedaille bei den Meisterschaften gewonnen habt. Und ich dachte, es wäre eine tolle Idee, wenn ihr euren Tanz noch mal gemeinsam tanzt. Guck mal, du hast dir das doch immer gewünscht. Jetzt hast du die Gelegenheit dazu. Komm, willst du sie nicht auffordern? Komm, das muss doch jetzt nicht unbedingt sein. Na, nun mach doch. Nach allem, was er noch weiß, müsste das ja eine Leichtigkeit für ihn sein. Ich meine, er war damals Profitänzer. Und ich war ja damals nur noch ein Baby. Und das wird mir so viel bedeuten, euch beide noch mal gemeinsam tanzen zu sehen. Das wird mir richtig viel komm schon. In Carstens Körper bin ich das Tanzen nicht mehr so gewohnt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, dann mach. Wenn es so viel bedeutet. Ja, bitte. Dann komm. Muss man versuchen? Ja. Wie Sinas Anwältin vermutet hat, gelingt Carsten kein einziger Tanzschritt. Dabei hat er doch immer behauptet, sich an sein Leben als Günther erinnern zu können. Ich kann das nicht, ja? Da kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch und das fühlt sich einfach nicht gut an. Das ist keine gute Idee, wir lassen das hier, echt. Mensch, was sollte denn der Unsinn? Ihr wisst doch, wie sensibel Günther ist. Mama, checkst du das immer noch nicht? Das kann unmöglich mein Vater sein. Der kann nicht mal die einfachsten Grundschritte, der kann gar nicht. Kapier's doch endlich! Das ist nicht Günther, das ist ein Betrüger! Das habt ihr mit Absicht gemacht? Ihr wolltet euch überhaupt gar nicht entschuldigen? Ihr seid so mies. Haltet euch gefälligst aus meinem Leben raus. Elisa will nach wie vor nicht glauben, dass Carsten ein Betrüger ist. Sie hat sich zurückgezogen und will ihre Ruhe haben. Doch Helga Nachtigall gibt so schnell nicht auf. Sie will Carsten auf den Zahn fühlen und ihn gemeinsam mit ihrer Mandantin zu Hause aufsuchen. Doch dort treffen sie nur auf seine Mutter Gabi. Ich stelle mich einfach erstmal vor. Ich bin Rechtsanwältin Nachtigall und das ist meine Mandantin Sina Reinhold und die vertrete ich in einem Betrugsfall. Wie heißen Sie bitte? Sina Reinhold. Und in diesem Betrugsfall ist Ihr Sohn der Betrüger. Na Moment, Moment. Also es sieht erstmal so aus, als wäre Ihr Sohn in einen Betrugsfall verwickelt. Er behauptet nämlich, er sei die Reinkarnation, also die Wiedergeburt von Herrn Reinhold und das ist der Vater von meiner Mandantin. Moment mal, habe ich das richtig verstanden jetzt? Er tut so, als wäre er die Wiedergeburt von Günther Reinhold? Den Namen Günther hatte ich jetzt nicht gesagt. Kannten Sie Günther Reinhold? Nee, wissen Sie, ich habe auch jetzt keine Zeit mehr. Ich habe keine Lust mehr, mit Ihnen zu reden. Okay. Ich möchte bitte, dass Sie gehen. Okay, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja, gerne. Vielen Aber Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Auch gleichfalls. Das war ja ein toller Auftritt. Definitiv. Ups, guckt die da noch uns hinterher? Nee. Die war ja komisch drauf, ja. Ey. Das finde ich auch. Und vor allen Dingen, als sie den Namen Reinhold gehört hat, da ist sie ja nur ganz nervös geworden. Und komischerweise wusste die den Vornamen ihres Vaters. Wie geht denn das? Ja, merkwürdig. Ja, ne? Da stimmt irgendwas nicht. Nee, da irgendwas stimmt da nicht. Das sehe ich auch so. Ha? Also wir müssen mal sehen, was jetzt noch passiert. Also das ist, jetzt kommt sie da. Wo geht denn die jetzt hin? Warum hat sie es denn auf einmal so eilig?
Die geht bestimmt zu Carsten. Aha. Ja, richtig. Das Restaurant ist ja da um die Ecke oder da? Ich weiß jetzt. Da hinten um die Ecke. Ja. Ja? Na dann los, dann gehen wir hinterher. Hm? Sina und Helga Nachtigall glauben, dass Gabi Hoff mehr weiß, als sie zugeben. Die Juristin ist sich sicher, dass die Mutter des mutmaßlichen Betrügers Günther Reinhold gekannt hat. Sie folgen ihr zu dem Restaurant, in dem Carsten arbeitet. Du hast mich all die Jahre angelogen, du hast alles kaputt gemacht. Es ist deine Schuld. Carsten, ich wollte doch nur dein Bestes. Bitte, bitte glaube mir. Dein Bestes, ja? Aber dann, Entschuldigung, kannst du ja sparen. Dann schleppst du noch die hier an? Carsten, nein, nein, die müssen mir gefolgt sein. Entschuldigung, Carsten, ja, sie müssen mir gefolgt sein. Bitte, bitte, es tut mir leid. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid, Frau Hoff? Also, bitte sagen Sie uns, was hier los ist. Wir verstehen nur Bahnhof. Kommen Sie, sagen Sie. Ich kann nicht. Ich kann und ich will nicht. Aber Sie müssen uns das sagen. Ihr Sohn zerstört meine Familie. Aber wie denken Sie sich das eigentlich? Ich kann doch meinem Sohn nicht in den Rücken fallen. Ich habe ihn schon so wahnsinnig enttäuscht. Das geht nicht. Sie fallen Ihrem Sohn auch nicht in den Rücken. Können Sie mir glauben, die Polizei ermittelt schon gegen ihn wegen Betruges. Und bevor noch Schlimmeres passiert und er noch irgendwas anstellt und Unsinn macht, dann müssen wir ihn jetzt aufhalten. Wirklich. Was? Die Polizei ermittelt schon gegen ihn? Ja. Ich glaube, das ist alles. Meine Mutter denkt, er sei jetzt wirklich die Reinkarnation von meinem Vater und hat sie schon um einiges Geld erleichtert und will sich jetzt noch die Tanzschule unter den Nagel reißen. Wie bitte? Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir so leid. Ich glaube, ich bin nicht ganz unschuldig daran. Ich glaube, ich habe da einiges zu erklären. Na dann. Und ich möchte Ihnen auch gerne noch was zeigen. Gabi Hoff hat Sina und der Juristin erzählt, dass sie mit Günther eine Affäre hatte und Carsten sein Sohn ist. Als Beweis überreicht sie Helga Nachtigall einen Packen Briefe des Verstorbenen. Sofort wird der Anwältin klar, dass Carsten daher seine Informationen haben muss. Gemeinsam wollen sie ihn damit konfrontieren. Was wollen Sie denn hier? Wir wollten gern mit Ihnen reden. Zum Beispiel, Junge. Hallo, Herr Hoff. Sie können doch Ihre Mutter nicht so vor der Tür stehen lassen. Gut, dann kommen Sie rein. Danke. Ja. Los, rein. Herr Sieben, was kann ich für dich tun? Ne? Was hast du mit meiner irdischen Mutter hier zu tun? Irdische Mutter? Was höre ich denn da? Weißt du, Sina und ihre Anwältin, die haben mir alles erzählt. Höre endlich auf mit diesem Blödsinn. Mensch, Gabi, du musst endlich mal akzeptieren, dass ich jetzt im Körper deines Sohnes stecke. Ja? Carsten hat's nicht gegeben. So ist es einfach. Tun Sie mir mal einen Gefallen, jetzt hören Sie endlich mit diesem Blödsinn auf. Ihre Mutter hat uns diese Briefe gezeigt. Und wir wissen, dass sie Ihnen niemals erzählt hat, dass Sie der Sohn von Günther Reinhold sind. Also müssen Sie diese Briefe auch gefunden haben. Denn das Detailwissen über Ihren Vater und über seine Familie können Sie nur daraus haben. Frau Nachtigall, ich habe so keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wirklich nicht. Und diese Briefe habe ich vorher noch nie gesehen. Ach nein, die Briefe hast du vorher noch nie gesehen. Ich dachte, du bist mein Vater und mein Vater hat diese Briefe geschrieben. Dann müsstest du die ja mindestens schon einmal gesehen haben. Richtig. Carsten, Schatz, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe die Vergangenheit ruhen lassen. Einfach weggesperrt, so wie die Briefe auch. Ich habe gedacht, wenn ich dir sage, dass dein Vater uns verlassen hat, wäre es leichter für dich. Hast du alle Jahre nichts gesagt? Du wusstest ganz genau, wie sehr ich darunter gelitten habe, nicht zu wissen, wer mein Vater ist. Hä? Ist das mal eingefallen? Ja, es tut mir wahnsinnig leid. Und dann haben Sie irgendwann die Fotos von Ihrem Vater gesehen und haben diese Ähnlichkeit erkannt und haben gesagt, ach, das ist mit der Reinkarnation gar nicht so schlecht. Da kommt man ein bisschen zu Geld, was sie ja nicht hatten offensichtlich. Und dann leidet auch noch jemand, das wäre ja nicht schlecht. Ne? Ja, weil wir auch gelitten haben. Hm? Und jetzt kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, dass Sie zur Polizei gehen und das dort alles aufklären und vor allen Dingen Frau Reinhold das Geld wiedergeben. Dann könnte das mit der Strafanzeige ja vielleicht noch mal gut für Sie ausgehen. Wenn Sie das nicht tun, Herr Hoff, dann mache ich das und dann wird das nicht so schön. Also das Strafverfahren wird nur unter den Umständen eventuell gut für Sie ausgehen, wenn Sie das selber bei der Polizei erzählen. Sina ist erleichtert, dass der Spuk endlich vorbei ist. Nun muss sie ihrer Mutter beibringen, dass ihr geliebter, verstorbener Mann sie betrogen und dabei sogar ein Kind gezeugt hat. Sina ist extrem nervös und dankbar für die Unterstützung ihrer Anwältin Helga Nachtigall. Ach Elisa, du kannst doch nicht ewig sauer sein auf mich. Außerdem haben Sina und ich nicht gedacht, dass es noch irgendeine andere Möglichkeit davon gibt, dich von zu überzeugen, dass dieser Carsten ein Betrüger ist. Doch, es gibt eine andere Möglichkeit. Ja, was machst du jetzt? Du hast hier gerade noch gefehlt.
Und was soll das überhaupt heißen, eine andere Möglichkeit? Also wir müssen dir was sagen und ich weiß auch nicht, wie ich dir das jetzt... Ihre Tochter will sagen, Frau Reinhold, dass dieser Carsten Hoff nicht irgendein Betrüger ist, sondern ihrem verstorbenen Mann sehr viel näher steht, als wir dachten. Carsten ist Papas Sohn. Papa hat dich betrogen. Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Günther hat mich geliebt. Er hat mich geliebt. Wir haben Briefe gesehen, in der er mit einer anderen Frau geschrieben hat. Nein, nein, das ist nicht wahr. Günther hat mich geliebt. Das ist nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich weiß es genau. Wir müssen Mama jetzt unbedingt beruhigen. Und ich weiß auch schon, wo sie ist. Wir müssen ihr jetzt unbedingt hinterher. Na los. Elisa Reinhold hat erfahren, dass ihr verstorbener Mann sie betrogen hat. Sina ahnt, dass ihre Mutter in ihrer Verzweiflung zur Erinnerungsstätte ihres Vaters gefahren ist. Sofort eilt sie ihr hinterher. Doch Elisa weiß mehr, als Sina und die Juristin Helga Nachtigall glauben. Wie konntest du mir das nur antun? Ich hab dir vertraut. Und du hast doch nicht mal mit mir gesprochen. Einfach einen Brief zu schreiben. Und einfach aus meinem Leben sich zu stehlen und zu einer anderen Frau gehen zu wollen und ein Kind gemacht, das lass mich. Ich hab dein Mitleid nicht verdient. Lass mich. Lass mich. Ich hab dein Mitleid nicht verdient. Lass mich in Ruhe. Oh Mama, du kannst nichts dafür. Doch. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Wovon redest du? Sina liest den Brief. Ihr Vater hat ihn kurz vor seinem Tod an Elisa geschrieben. Er schreibt darin, dass er Elisa verlassen wird, weil er mit Gabi zusammenleben will. Das haben sie die ganzen Jahre gewusst? Also das ist harter Tobak. Und dann spielen sie uns hier so eine Komödie vor? Also das ist schon... Was steht da noch? Pass auf dich und Sina auf. Nein. Toll. Eine Woche später treffen sich alle Beteiligten noch einmal. Denn Elisa will endlich reinen Tisch machen. Sie möchte ihren Frieden mit Günther schließen. Es ist ihr wichtig, dass auch alle anderen erfahren, was ihr verstorbener Mann damals vorhatte. Ja, was steht denn drin? Es ist ein Abschiedsbrief an Elisa. Da drin schreibt Günther, dass er seine Familie verlassen wollte. Für uns. Er hat sich für uns, hätte er sich entschieden. Das war an dem Tag, als er hier losfuhr. Und dann ist er vor einen Baum gefahren und ist dabei gestorben. Und ich vermute, dass er zu dir wollte und dir das sagen. Deshalb hast du es nicht erfahren. Elisa, es tut mir so leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte mich doch. Ich wusste nicht, dass ich mich in einen verheirateten Mann verliebt habe. Frau Reinhold, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben Sie das von Anfang an alles gewusst? Und Sie spielen uns hier dieses Zirkusmärchen vor, dass Sie auf den Carsten reingefallen sind? Frau Nachtigall, ich möchte es Ihnen erklären. Ja, als er vor der Tür stand, wusste ich natürlich sofort, dass es nur Günthers Sohn sein kann. Aber ich konnte es doch Sina nicht sagen. Und deshalb habe ich so getan, als ob ich auf die Masche reinfalle. Und deshalb hast du ihm auch das ganze Geld gegeben, ja? Ja. Ich dachte, so kriegt Carsten zumindest ein bisschen was von seinem Erbe. Die Anzeige wegen Betruges gegen Carsten Hoff wurde fallen gelassen. Der 22-Jährige erklärt sich sofort bereit, das unrechtmäßig erworbene Geld und den Anteil an der Tanzschule zurückzugeben. Nachdem er erfahren hat, dass er Günthers Sohn ist, wollte er endlich das bekommen, was ihm zusteht. Doch mittlerweile ist es ihm wichtiger, in Sina eine verständnisvolle Halbschwester gefunden zu haben. Und auch Elisa und Gabi nähern sich an.